Moin, moin und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2016 im verregnerischen Japan mit dem Oberlappen, Molchan. Willkommen zu F1 2014. 14? 16? Das Regenrennen von 2014. Ach so. Ja, Qualifying wurde ich verarscht. Im Spiel, danke. Ob es stimmt, wissen wir nicht. Doch, ja, ich bin doch nicht blind. Ja. Wir machen gleich weiter. Ich bin noch schnell ein bisschen Basketball nachnehmen. Also, Wettervorhersage. Am Anfang gar gering, dann sollst du schnell auf Intermediates rumswitchen. Gott, ich hasse diese Wechsel. Und dann bleibst du auf Intermediates. Okay. Ich glaube, das ist 10 Minuten Takt, oder? Immer? Dieser Abschnitt ist, glaube ich. Nee, kannst du sehen. Du fährst 27 Runden. Das Ganze durch 6. 27 durch 6. 4. 4 Runden Abschnitte circa. 5 Runden. 4 bis 5 Runden. Also Runde 4, Runde 9, Runde 13, Runde 18, Runde 25, Runde 27. Ungefähr so muss ich das vorstellen. 18 plus 5, 23. Ja, brauchen wir nichts großartig machen. Voll wird in den Intermediates. Bumm. Genau, fängt aus. Los geht's. Go, deine Ziele, Tobi. Oh Gott. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Überraschen. Ich auch, gerade vor der ersten Kurve. Okay. Wird das einschlafen hier oder was? Also Tobi hat, glaube ich, hier Erfahrung mit dem Wetterbericht. 10 Minuten, okay. 10 Minuten sagt er. Ja. Wetterbericht. Was meinst du, sobald er Strategie vorschlägt, dann sollte man... Ja, sobald er sagt, wie... Was sagt er, was ist der Spruch? Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Willst du die Strategie ändern oder bitte aktuell weiterfahren? Wenn dann steht Inters, dann ist der optimale Zeitpunkt erreicht. Das haben sie nicht rausgenommen, das ist gleich geblieben. So, erstmal hier ein bisschen relaxen. Ich glaube, ich fahre hier gerade schon Renntrim, ey. Der Fette kommt ja gar nicht hinterher. Ja, ich bin wieder nicht auf der Karte. Hey! Kurz mal Gas gegeben und ab in die Wand. Alter! Die Wand. Oh nee. Ist der Frontflügel jetzt kaputt oder was? Nein, der geht ja nicht kaputt davon. Alter, wie langsam fahren die? Du liegst in Führung, halte das Tempo. Ich gebe das Tempo hier vor. Ich krieg nicht mal Temperatur hinten rein, ey. Weil die so langsam fahren. Das habe ich so gerade wieder gemerkt. Okay, ich wünsche Tobi schon mal viel Glück. Er hat kein Ziel. Mein Ziel ist der Rennsieg, obwohl ich mir das jetzt ziemlich schwierig vorstelle. Tobi hat Vorteile. Er ist im Liga schon gefahren im Regen. Ich noch gar nicht hier. Sollte für dich aber auch kein Problem sein. Ich fahre ohne Traktionskontrolle. Ich bin im Liga-Rennen. Oh Gott, ey. Ja, da bin ich mal zurückgesetzt, danke Spiel. Alter, ich fahr schlimmer als im Training hier. Dann mach die Traktionskontrolle kurz rein. Wenn du damit nicht zurechtkommst. Komm damit ja schon zurecht. Bin es ja schon mal gefahren. Ohne Traktionskontrolle. So, der auch nochmal ein bisschen Temperatur rein, finde ich gut. 130 eher nicht vollfahren. Nee, wenn ich vorteilhaft. Also, wir wünschen euch viel Spaß. Das wird ein ruhiges Rennen von uns. Wie eigentlich immer. Die Reifen hier. So, ich gehe schon mal. Fahre schon in meiner Box drin. Oh Gott. Ihre Positionen ein. Oh Gott, Tobi, ich habe Angst vor der ersten Kurve. Weißt du das eigentlich? Na, mal gucken. Was ich gerade immer. Ich stehe auf der sauberen Seite. Ich stehe auf der linken Seite. Die WM verloren, kann man so sagen, schon ein bisschen. Fette für rückwärts fahren. Bei mir ist der Massa und hinter mir sind dann die beiden McLarens. So, Charlie okay, Whiting oben rechts. Japan-Fans sind immer begeistert, wenn die Formel 1 herkommt. Egal, wie langweilig die Formel 1 ist. Die Fans sind immer da. Kobayashi 2012 Podium. Ich fand's geil, da hat er erstmal auf dem Podium was gesagt. Fand ich gut. So, viel Glück da hinten, Tobi, auf der 7. Oh mein Gott. Wird oh schon mein schief Gott. Gehen, wa? Ja, das sage ich mir auch gerade. Euch viel Spaß.
Nein, ach oh Gott, ich wollte... Oh. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Erste Kurve mal so richtig verkackt. Aber ich bin vorne geblieben. Was ist das? Rosberg hat Vettel überholt. Tobi ist letzter. Er hat mich schon relativ gut hinbekommen. Gute. Und dann... Wurde ich nach rechts ausgezogen. Rechts übergezogen. Und dann... Hörte dann ausgebrochen. Dann müssen wir alle Leute rein. Vettel auf der 2 wieder. Boah, ist ja hier gar kein Grip. Boah, Junge. Auto. Wetterbericht, Chef. Der Regen ist ganz schön. Alter, ich trau mich hier nicht auf Vollgas zu gehen und das auf Mager. Alter Schwede. Wie schwer ist das denn? So, stell mir richtig den hohen Gang. Ich wundere, dass ich noch vorne bin, ey. Okay, 130 eher. Okay, das war weit nicht am Limit. Nein, was machen die? Nein, ich hab Kotzen, Alter. Ich hab keine Lust mehr. 130 her. Da muss man aufpassen. Vornflügel? Ah ja. Komplett. Ah nee, er ist da dran. Dran ist der Klasse ab. Ich bin im Button hinten drauf. Du bist im Button hinten drauf gefahren, okay. Ich sag nur Großbritannien. Weißt du, da für eine Aufholjagd gestartet hast? Nein, Alter! Wo ist hier drin? Haben wir voll verwirrt, der will ja nach sehr, glaube ich, den überholen an den Button voll 130R und voll hinten driften. Warum Safety Car? Oh, das könnte die Kost hier kommen, ey. Kommt eh nicht. Aber in Japan. Hallo? Ach Gott. Boah, das, du hast hier kaum Grip, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, ey. Das ist ja schlimmer als Monaco. R siebter Gang. Ja, da bist du noch, wo ich bin, Alter. Erster Sektor. Rennen ist lang, 27 Runden noch. Schwierige Bedingungen heute. Das wird allen Probleme in den ersten Kurven bereiten. Auch schwierige Bedingungen sind allen in den ersten Kurven Probleme bereiten. Ja, ich merke das ja die ganze Zeit schon. Die Bedingungen sind unnormal. Ja. Du hast das Gefühl, der Wagen will immer rutschen. Man hat das Gefühl, man fährt in Slow Motion durch die S's hier. Also deswegen verliert man ja auch so viel Benzin, Alter. Man muss sich extra viel Benzin mitnehmen. Was? Ich bin minus ins Benzin reingegangen, ja. Weil ich dachte, du sparst dadurch. Nee, auf Standard, da kriegst du richtig viel. Runde 1 hatte ich plus 0,97, das heißt plus 0,7 irgendwas. Also ich bin schon mal wieder ein bisschen mehr Richtung 0. Alter, ich gebe hier gerade 3 Viertel Gas im 5. Ich kann immer noch nicht voll fahren. Und auf Mager. Ich fahre auf Standard.
Und ich muss mir die erste Kurve nochmal angucken, ey. Wir werden wissen, es soll jetzt einfach aufgehen, kein Bock mehr. Nur weil du letzter bist? Dann wird's den Leuten machen, Alter. Die Aufholjagd starten. Da kann man noch was rausholen. Ich hab kein Glück. So wie du in die Liga rennst. Du wünschst dir immer das Safety Car und ich komm natürlich. Ist da, ich sag dazu nur. Oh Mann, erste Kurve, verkackt. Boah, die Fullwet bauen aber richtig ab, ne? Wetterbericht, Chef. Wir denken, dass der Regen in etwa 5 Minuten nachlässt. In 5 Minuten leichter Regen. Fahrer hinter mir. Sie fahren mit neuen Regenreifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 53,8. War es im Liga-Rennen auch so schlimm? Keine Ahnung. Hab ja auf Mitte gefahren, aber das ist nicht so schlimm. Oh, Marco, ich bin da weggezogen. Sobald man in Kurve 1 raus und kriegt man da abkürzen. Der denkt schon nach an Intermediates denken, ja, ey. Ja, gut gesagt. Ja, 130. 53 hoch. Habe ich 3 Sekunden langsamer. Ich will nicht wissen, wie die Intermediates hier abbauen, ey. Der Wagen da rumkommen wollte auf Mager. Geht eigentlich zu vorne, du. Ja, es geht schon, aber du musst wahnsinnig konzentriert sein. Deswegen soll mir einer nochmal sagen, dass Transkontrolle noobig sein soll. Nee. Bitte. Man sieht, wie mein Wagen ausbricht. Teilweise hier viele Schellen auf Mager. Ja, okay, wer sie anhat, mein Gott, klar, aber ein bisschen sicherer am Ring. Der gemerkt, ich habe immer auf Standard rumgeschellt, gerade sofort kam das Heckmann entgegen. Ach, 55-0 bin ich jetzt mal gefahren. Unterschreien wie Sau, ey. Also ich spare Benzin. Oh, die ganze Zeit auf Standard. Jetzt wollte ich 130 App Vollgas nicht. Oh nein, nicht letzte Kurve abfliegen. Okay, im Regen verliert der Hamilton in den letzten Sektor auf mich. Ja, so muss man die erste Kurve fahren. Wetterbericht. Jo, natürlich, kannst du mir die nicht geben. Man muss ja nur nach oben gucken. Ich glaube, der Regen hat schon ein bisschen nachgelassen. Ich finde die Bianchi-Unfallstelle auch sehr tricky, diese Linkskurve. Ah.
selber schuld gewesen, wenn man dabei Doppelgelb im Renntempo langfahren muss. Boah, das war auch ein bisschen dumm von den Rennposten da, oder den Stewards da den Bagger rauszuholen. Sollte man machen, wenn alle Autos sicher sind. Aber Doppelgelb heißt eigentlich langsam fahren. Wir machten das schon. Die Löffelkurve unterschkörn wie Sau. Fahrer hinter mir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Regenreifen. Wir vermuten, dass Sie vor mir. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,53,4. Strecke wird nicht schneller. Gelb bei 130R. Das geht einer. Safety Car, komm. Wäre ich jetzt echt nicht abgeneigt so. Scheiß auf die 3 Sekunden, echt. 2 Sekunden? Okay, wir haben leichten Regen jetzt. Manchmal reicht sogar ein Plattfuß bei der KI schon für ein Safety Car. Oh, 21% die Regen halten. Ja, lecco mio. Das merkt man auch. Meine. Oh, oh junge 14. Auto. Fahrer hinter mir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,5 Sekunden. Sie fahren mit alten Regenreifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 53,6. Der fährt gleiche Zeiten wie ich, ey. Obwohl, ich bin 53,5 gefahren. 54,8, geil. Ich hab gleich das Benzin schon reingespart, ey. Ariane will kein Weg mehr überholen hier. Arianto? Ich hab gerade noch jemand mitgenommen, ich hab den Arianto jetzt auch erwischt. Vielleicht kann der da auch. Also das ist nur noch leichter Regen, Tobi. Aber ich merke davon noch nicht so wirklich was. Mit auch nicht so. Ich will auch noch fahren. Ja, auf jeden Fall. Also das ist doch gar keine. Noch gar kein. Ach, Danke zu verschwenden. Weiter. Minuten leichter Regen, hat er mir gesagt. Ja, also soll andauern. Okay, man merkt, dass auf jeden Fall weniger Wasser steht jetzt. Der Wagen will später ausbrechen. Ich denke mal, dass jetzt die Rundenzeiten pulsieren werden. Beide voll konzentriert. Wollten sagen.
Ich gucke mir das dann mal an bei dir, was das war. Würdest du Rennunfall sagen oder deine Schuld? Oder? Ja, meine Schuld, glaube ich. War zu schnell. Einfach unterschätzt die Situation oder was? Boah, dann geh mal. Auto, ruhig. Ja, da hab ich untersteuern. Ja, wir ziehen eine alternative Strategie vor. Ne, bei mir noch nicht. Auf Interzip, jetzt. Du fährst rein, okay? Vom Gefühl würde ich sagen, jetzt eigentlich noch zu früh, aber mach's. Ja, da fährt auch schon einer rein. Ah ja, Bacon ist da. Hab ja nichts zu verlieren. Aber wenn du fährt nicht rein. Boah, ich kann mir kaum vorstellen, dass die Inters schneller sind. Okay, wenn der Chef das sagt. Fahrer hinter mir. Alle gewechselt, ja. Also Button Raycon gewechselt. Haben sie. Ja. Ah, da sind nur so vier Leute. Nee, das. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, kein Risiko bei der Boxenreserve. Ja, Hamilton fällt auch rein. Oh, jetzt muss ich noch warten. Was ist das denn hier? Boah, da habe ich 2 Sekunden verloren auf Hamilton. Scheiße. Wie wärst du vorne? Hier. Der ist auf jeden Fall näher. Boxstopp hat 4,1 Sekunden gedauert. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen, noch einen Boxenstopp. Wie lassen sich die fahren? Auch in Ordnung. Ja, gut. Ich merke das schon in der Kurve 1, gut. Aber noch nur auf den Ideallinien bisher. Rennstrategie. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen, noch einen Boxenstopp. 8? Ja, 8, okay. Geht, ja. Problem zu fahren ist nicht halt schnell zu fahren. Abzufliegen, ey. Unterschrank immer noch bei der Löffelkurve im 4. Alter, wie der Spritverbrauch auf Fett hier hochgeht. Das ist ja unnormal, ey. Wir fahren hier auf Fett. Ich hab den gerannt, weil ich auf Fett. Der Red Bull schluckt ordentlich. Der Hunter hat 10 Sekunden verloren, wo er eine Runde zu spät reingefahren ist. Okay. Wir waren gleich viel hintereinander. Also wir waren direkt hintereinander, wo ich reingefahren bin. Er war vor mir. Jetzt ist der hinter dir, oder was? Über 10 Sekunden. Diese eine Runde kann so viel entscheiden. Ja. Deswegen an euch immer auf Chef hören. Wie hast du es rausgefunden? Hast du es irgendwo gelesen? Das ist schon, nein, das ist schon in seinem Vorgänger so drin. Das haben sie schon im Vorgänger drin gehabt, das haben sie ja auch drin. Chef sagt dir den perfekten Zeitpunkt einfach durch.
Hast du direkt gemerkt, dass die Inters auf jeden Fall besser waren? Sobald der sagt, dass es geht, dann geht das auch. Also sobald, ja, sag ich da, Alternativstrategie kommt, dann ist der nächste Reifen der schnellere. Boah, ich kann nicht auf Fett fahren, ey. Das nervt mich so in der Serie. Der 18. Ich möchte die überholen irgendwie. Na gut, das, was bei dir passiert, das war. Das Risiko war da. Ja, das war locker am Start und dann habe ich nochmal versaut. Ja, genau. Also am Start war bei dir schon die Gefahr relativ groß. Was bist du gefahren? 50-1. Aber es ist halt einfach schwer gewesen beim Skat. Wenn du da unfallfrei durchgekommen wärst. Weil er zippt da mitten im Feld. Fahrer hinter mir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,4 Sekunden. Sie fahren mit 9. Hast du mir was kaputt gemacht, oder was? Oh, Löffelkurve, Mann, dieser Nasser, der nervt so sehr. Langsame Kind, Alter. Ich lerne das auch nicht mehr in der Löffelkurve hier. Okay, ich muss irgendwo wohl nochmal Benzin sparen im Rennen. Mann, wie langsam fahren die hier durch, Alter! Fühl wieder gelb, Alter! Mann, geh, leck mich am Arsch! Oh, Alter, hier! Du wärst wet, Alter! Nein, das ist ordentlich kein Pöppchen Pop mehr! Wir sind für den Moment immer noch zufrieden. Mann, die kriechen da durch, Alter! Kein Wunder, warum ich hier vorne Frontflug angefahren habe. Gefahren, die kriechen da durch! Halt's Maul, du Penner! Chef, oh mein Gott, jetzt waren schon alle drin. Immer noch hinter NASA fest. Nein! Ja, hab ich den Magnussen gewollt, weil ich mir halb gedreht habe. Oh nee! Okay, die Kamera noch gewechselt, Alter. Gar nicht gut. Ich fahr jetzt onboard hier. Onboard? Bei Tobi ist jetzt hier die Show im Vordergrund. Ja, das sind aber auch scheiß Bedingungen, ey. Ist echt nicht schön zu fahren ohne Traktionskontrolle, das kann ich echt bestätigen. Jeff, sei leise! Weiter Bericht. Jeff, sei leise. Alter, ich muss Benzin sparen, das gibt's doch nicht. Bacon. Oh Gott, verbremsen in der ersten Kurve 1. Machen wir mit einer Zeitstrafe. Oh, was? Ich höre. Eine Zeitstrafe. Der KI-Fahrer macht keinen Spaß hier, Alter. Die fahren so langsam, Alter. Gerade im Regen ist es ja auch so schwer zu überholen. Auf der Gerade hast du wahrscheinlich aber die Zeit verloren. Oh Mann, das dauert hier lange. Ich habe keine Lust mehr. Tobi. Das ist halt, wenn man im Regen fährt. Das ist es halt einfach. Wenn man nur vorne wegfährt, ist das klar, Alter. Trotzdem kein Spaziergang gegen den Hamilton hier.
Aber ich stelle mir das schon scheiße da hinten vor mit den ganzen langsamen. Ja, scheiß drauf. Halbzeit. Auf Mager sparst du extrem und auf Standard verbrauche ich zu viel. Durchatmen. Ich bin auf der 21, ja, easy. Oh, den habe ich schon vermisst hier vorne. Der Regen könnte eine Weile anhalten. Leichter Regen für die nächste Zeit. Fahrer hinter mir. Ey, 50,3 fährt der. Der Magnus muss immer kassiert, Alter. Brigadene. Der fährt ja für Haas dieses Jahr. Egal, ob der dafür Haas fährt oder nicht. Magnus ist auch auf der schwarzen Liste. Ja, damit die beiden Haas bei dir auf der schwarzen Liste sind. Und auch nach Fair. Easy Zeitstrafe. Wegen? Ah, du hast ja eher zu weit raus. Ich kürze nicht mehr ab, ich komme immer zu weit raus. Also bist du fest so schnell in die Kurven rein. So, 51,7. Ach, die sind gar nicht so weit weg, die Fahrzeuge, ey. Nee. Oh Gott, ey. Du meinst diese kleine Gruppe da, ne? Ja. Wir rechnen damit, dass du in etwa 2 Runden reinkommst. Wir ziehen dir die Intermediates auf. Der Freund wäre gerade im Rot gewesen, hätte ich es einfach aufgegeben können. Ja. Weil ich auch verstanden hätte. Ah, ich versau mir selber das Rennen. Wenn der so langsam durchfährt, ey, komm, nee. Danach, USA, ey, Gott. Scheiß Strecke. Muss ja auch nochmal fest werden. Dann bleibt noch Mexiko. Kackstrecke. Brasilien. Gute Strecke. Abu Dhabi. Ja, auch gute Strecke. Okay, immerhin. Mexiko ist leider einfach eine Rotzstrecke, dieser blöde zweite Sektor. USA meinst du? Mexiko. Achso, dieser schnelle Teil. USA ist besser als Mexiko. Trotzdem Kacke. Da sind meine Freunde wieder. Marcel und Magnus und Mack-Scheiße. Ich will am liebsten abschießen. Na, weg, geh weg. Das sind doch vorbei. Nö. Oh, ich sehe da vorne ein Fahrzeug. Ja, der Rücken ist schon schneller, aber. Du willst einen Fight, oder? Alter. Oh, Magnus. Fährst du eine 18 oder 19 rein? Noch. Aber ich hab eh noch
fahr durch. Okay. Hast ja nichts zu verlieren, ne? Ich will mal eben gerne mal die Box da vorne fahren. Ich fahr damit durch. Harry, ich hab ich vorher. Wir sind mit 24% erst. Ey, ich hab 29 schon. So, Herr Arianto, blaue Flaggen. Nicht ignorieren. Der ignoriert die aber gekonnt. Junge! 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 Was macht der hier im Löffel, will er mich vorbeilassen? Kein Wunder, warum das vor meinem Backen passiert ist, Alter. Wenn die KI in der 130er überholen will, dann bremsen die da so stark. Richtig, ab, ja. Die gehen da richtig in die Eisen. Genau wie im Safety Car damals, weißt du noch, in Belgien? Was war da? Die schnelle links im letzten Sektor. Ja, was damit? Achso, ja. Wir haben Safety Car, wo die da mit 80 auf einmal rumgurken. Ja. Blöde KI. Also mich würde es nicht wundern, wenn der Chef gleich sagt, hier fahr Schleißspuren am Motor, ey. Jetzt denkt er bei mir schon über Sticks nach. Jetzt wird er wahrscheinlich den Nasse überholen, aber... Ja, wer? Mal gucken, was wir machen, dann muss er gleich rankommen. Ja, ja. Kann ich überholen, war klar. Das sitzt hier richtig ungemütlich, Alter. Moin. Ach. Moin sind okay, geil. Ja, jetzt kann ich verstehen, was du meinst, erste Kurve. Ja, die sind da richtig langsam. Ich sehe euch schon. Alter, in den Essen hole ich auch richtig auf. Fahrer hinter mir. Okay, ja, die beiden sind ja sehr langsam, ey. Boah, das war eng. Bist du auf der 19? Auf der 19. Herr Button, Löffelkurve, sie haben auch einen an der Waffel, ey. Und du kämpfst dagegen zwei Fahrer. Ja, ich wollte eh aufpassen. Jetzt mal sanft vom Gas. Oh,
Boah, ist das brandgefährlich mit der hier, ey. Ich soll noch in die Box fahren, ich fahr durch, mir scheißegal. Jo, fahr durch. Rekordboxen Stop 1.8. Was ist da in der Kurve 1 passiert? Bei mir nix. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Na, ohne Traktionskontrolle geht es. Ich habe jetzt damit keine Probleme. Nur schnell fand ich damit so ein bisschen das Problem. Das Limit, oder? Ich weiß ja noch nicht, wie ich hier. Was Hallo Kies? Hallo Kies? Auf Mitte kannst du am Ring auch nicht kommen, wenn du direkt Vollgas geben. Musst du auch vorsichtig sein auf Mitte. Trocken ist vielleicht Mitte fast wie ganz, aber. Oh Gott, ey. Park das Rennen einfach ab, fertig. Einfach abhaken, einfach vergessen und abhaken. Das ist immer das Beste. Und nach vorne blicken. Machen die Firma alle nochmal in die Box fahren? Ich fahr nicht in die Box, du Vollidiot. Warum soll ich in die Box fahren? Und deine Stelle würde ich riskieren. Du kriegst dadurch noch irgendwie was oder nicht. Ich geh mir auch nochmal rein. Ja, die fahren alle, sind alle nochmal reingefahren. Ah, 14 da, wow. Ist ja noch keiner ausgeschieden. Kein Safety Car. Okay, Raikön habe ich überrundet. Immerhin ist mein FPS wieder in Ordnung. Okay, Raikön habe ich überrundet. Wehrling ist in den S vor mir. Das geht in der Regel nicht gut. Alter Junge! Sind die langsam! Der hält mich auf. Und ja, und hier geht er nicht in die Eisen. Alter Junge. Michael ist nervig. Ja. Ich merke das. Da würde ich mich auch hinten nicht wohlfühlen. Vor mir? Fahrer hinter mir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 9,1 Sekunden. Wir verlieren pro Runde etwa 5 Sekunden. Die Systemhäuser sind in die Box. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,49,4. Ich bin da keiner mehr rein. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt hier aber auch hier im Regen, ey, Mensch. Naja, es zieht sich immer im Regen. Noch circa 10 Minuten. Da vorne ist ein Renault. Mackenchen.
Wetterbericht. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Hatten wir noch gar nicht so ein komplett verregnerisches Rennen? Nee. Eigentlich war es nur trockene Rennen. Ja. Nee, 130 ihr Achtergang geht immer noch nicht. Das ist Palm auf 17. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Die fahren aber echt langsam durch die erste Kurve. Da ignoriert er mich fast, ey. Haarnadel bist du gerade gewesen. Du wirst mir nicht auf der Karte angezeigt. Ich bin jetzt gerade Haarnadel. Ich sehe mich selber auch nicht auf der Karte. Aber nächstes Jahr wird der Verstappen den Ricciardo deutlich besiegen. Vier Runden gleich noch. Oh, das geht so auf die Konzentration, ey. Kein Bock mehr. Ich langsam auch nicht mehr, weil es zieht sich nur noch in meinen Augen. Und ich fange auch gerade an zu schwitzen schon. Ich sag mal so, es ist schon eine Herausforderung, Sonic, aber es zieht sich wie Kaugummi gerade. Boah. Man merkt deutlich, dass einfach Regenrennen hier in dem Spiel deutlich länger dauern noch. Herr Eriksson, okay. Ja, dritter, vierter, ich kann mich da nicht entscheiden. Hier auch nicht. Eriksson! Weil ist er mitten weg? Fahrer hinter mir. Der Abstand zum Hintermann 12,1. 12,1 Sekunden. Sie fahren mit geht eigentlich. Wir vermuten, dass sie noch eine Stunde ist viel eigentlich. Der fährt 50,2. Ich hätte eh keine Chance gehabt, vorne mitzuhalten. Alter, ey. Das Tempo von Hamilton und Vettel ist immer so 50er-Zeiten. Und Rosberg ist 20 Sekunden irgendwo dahinter. Alle sind die auch nochmal in die Box gefahren eigentlich? Die sind alle nochmal in die Box gefahren, alle, ich auch. Ja, das merkt man ja, die Zeiten. Ich bin aber erst dann reingefahren, wo Hamilton auch drin war. Ich fahre nur noch das 53er. 52, ich fahre 48 gerade. 48 hoch. Das fährt aber der Hamilton nicht. So, jetzt ist Button vor mir. Dich sehe ich auch schon. Ich stelle dich darauf ein, dass du eine Runde weniger fahren musst.
viel Prozent haben denn deine? 50? Oh. Nee, Schnuppe. Oh, 50, 52. Button. Also die machen im Regen hier besser Platz als im Trockenen. Ach Gott. Hi Tobi. Jo, das war's für Tobi. Komm, ob du jetzt 15. oder 20. Ja, ist egal. Spielt keine Rolle. Rückspiel. Das spielt ja keine Rolle. Safety Car kommt auch nicht. Da kann ich Tobi verstehen, da hätte ich auch kein Interesse mehr oder keine Lust mehr. Eigentlich fahre ich ja gerne Regen, aber das zieht sich gerade wie Kaugummi. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir einfach beide ein bisschen übermüdet seid. Oder übermüdet sind. Und das merke ich gerade. Ich denke mal, dass Tobi gerade bei mir drauf ist. So, was? Ich denke mal, dass du gerade bei mir drauf bist, oder? Was denn sonst? Ja, und man, ich glaube, du siehst, wie ich mit dem Wagen auch kämpfe. Boah, klar. Warum kommt da jetzt das Heck? Ist die ganze Zeit da nicht gekommen. Fahr rein hinter mir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 14,9. Oh, spielen die schon, Alter. Was ist das denn für eine Kacke? Hasse ich hier schon wieder alles. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,50,3. Die letzte Runde bricht gleich an. Gott sei Dank, Chef. Vierter Gang ist zu hoch. Da will der Wagen untersteuern. Boah, Auto. Ich verliere etwas Zeit gegen meinen Hintermann. Du bist auch so ein Vogel, ey. Das mir in der letzten Runde zu sagen, ey. Boah, was für ein Rennen, ey. Langweilig. Also die Anfangsphase, die war nicht langweilig. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Boah, durchatmen gleich. Eine Kurve noch. Nee, 2, 3, 4. Das ist der WM-Titel. Juhu!
war das jetzt gerade? Boah. Ich bin kaputt gerade, echt. Fix und fertig. Genau, am Ende sind es 19,7. Danke, Spiel. Du hast auch noch was falsch gescriptet. Also, wir machen kurz und schmerzlos. Was macht ein Guterres auf der 10? Naja, egal. Ich gewinne voll Hamilton, Vettel auf der 3, Rosberg auf der 4 mit 32 Sekunden schon. Dann Bottas fast eine Minute auf der 5, Alonso 6 stark. Perez 7., 8. Hülkenberg, 9. Sainz, 10. Guterres. Tobi hat aufgegeben, was ich durchaus verstehen kann. 3 Sekunden hast du auch noch drauf bekommen, okay. Ja, okay, die schnellsten Rennrunden sagen ja alles aus. Was bist du gefahren? Guck ich mal ganz kurz. 51,7. Oh, bei Bottas gelandet, wäre nichts schief gegangen. Die Minute wäre ich locker hinter euch gewesen. Hat keine Chance. Ja, keine Chance. Von daher macht es dann keinen Unterschied. Gehen wir kurz auf die Fahrerwärme ein. Bla, bla, da ist aber viel passiert. Okay. Ja, das hat bestimmt Plätze gewonnen. Auch nicht. Weltmeistertitel, keine der Position gewonnen oder verloren. Tobi weiterhin auf der 4. Guck, haben wir alle. 95 Punkte, okay. Sollte aber auch safe sein und der Rest, ja, ist auch eigentlich fix. Gut, wie dem auch sei, Tobi möchte gucken. Wir bedanken uns, haut da rein. Bis nächste Woche dann in der USA. Tschüss. Bis dann.